Handy, Navi, alles haben wir bei der BMW R12R vorne am Lenker kleben. Aber haben wir da auch Strom und wie kriegen wir den da hin? Gucken wir uns an. Ja, servus, Tag, auch der Micha hier. Herzlich willkommen auf meinem Sensus Motorradkanal, hier wieder aus der Garage. Heute ist der Hauptakteur mal wieder der Rudi. Und mich hat eine Anfrage erreicht und da war ich ein bisschen überrascht drüber. Jetzt gar nicht mal wegen der Anfrage als solcher, sondern eigentlich mehr darüber, dass ich selber noch nie auf die Idee gekommen bin. Ich lese euch die einfach mal vor. Die Anfrage kam vom Thomas und der Thomas schreibt: Ich habe mir im August 2022 eine BMW R12 RLC von 2015 gekauft und bin sehr begeistert von dem Motorrad. Kann ich schon mal unterstreichen. Gewundert hat mich, dass BMW bei dem Modell keine, in Klammern, USB-Steckdose verbaut hat. Bei meiner viel älteren BMW F650 GS Twin von 2009 ist dies der Fall. Hättest du nicht mal Lust, ein Video über den Einbau einer Steckdose an der BMW R12R zu produzieren? So, mein lieber Thomas, ne? Klar habe ich Lust dazu. Und ich werde dir jetzt auch erzählen, warum ich so überrascht bin von dieser Anfrage. Ganz einfach habe ich mich deshalb noch nie damit beschäftigt, weil ich es nicht brauche. Zumindest in der Form, so wie du es wahrscheinlich brauchst als USB-Steckdose für ein Handy etc. pp. Das Einzige, was ich daran habe, ist mein Navi. Aber wir zeigen das jetzt mal im Einzelnen. Mal als Verständnis verfügt der Rudi, also wie wahrscheinlich jeder andere R12R auch, ja, über eine Grundstromversorgung. Heißt, hier auf der rechten Seite, im hinteren Bereich unter der Sitzbank, ist ja eine Stromdose vorhanden. Hier. Die ist also da. Der Platz ist natürlich da, ja, sagen, ich nenne es jetzt mal suboptimal, weil, was willst du da anschließen? Du müsstest hier so einen Stecker reinstecken und dann kannst du das irgendwie hier langfummeln und vielleicht unter die Sitzbank legen, wobei da ist nicht viel Platz. Also, oder du könntest das Kabel nach vorne führen und dann, aber das macht ja wenig Sinn. Zumal es wirklich nur so ein, ja, so ein normaler Stecker ist. Ne? Ich habe dann also hier mir irgendwann mal so einen Winkeladapter besorgt mit einem USB-Anschluss hier unten. Ne? Den verlinke ich unten mal. Mal ganz ehrlich, ich habe ihn gekauft und noch nie gebraucht. Aber den kann man dann tatsächlich hier verstecken. Relativ mühevoll sogar, weil das mit dem Ding gar nicht passt. So. Ja. Und dann hätten wir so eine rudimentäre Lösung. Rudimentär passt gut. Also eine einfache Lösung hätten wir schon mal für einen normalen USB-Anschluss. So. Aber ich glaube, darum ging es dem Thomas gar nicht. So, ich denke mal, dem Thomas ging es darum, ne? Hier in dem Bereich, weiß nicht wo, irgendwas hier anordnen will, Handy, irgendwas, ne? Strom hinzukriegen. So, ich habe jetzt bei mir hier so eine aktive TomTom-Halterung. Das heißt, der versorgt mein Navi direkt mit Strom. So, das wäre jetzt natürlich viel zu einfach zu sagen, wir nehmen jetzt einfach hier das Kabel, was bei der aktiven Halterung rauskommt, und klemmen das an Plus und Minus der Batterie dran. Es würde ja funktionieren, aber hat den entscheidenden Nachteil, dass dann hier auf den beiden Polen hier immer Strom drauf ist. So, und jetzt werde ich den Rudi mal starten. So, und der Strom ist auch gleich da. Machen wir den mal an. So, der Rudi ist aus. Machen wir noch die Zündung aus. Jetzt dauert es so ungefähr eine Minute, anderthalb. So. Und nach einer Zeit hört er also ein vernehmliches Knacken in der Elektronik und die Büchse ist einfach weggeschaltet. Ja, und wie gesagt, das können wir ganz einfach erreichen, indem wir das Stecksystem von BMW benutzen. Und jetzt zeige ich euch, wo das ist. So, und alles, was wir für so eine elektrische Verdrahtung brauchen, befindet sich beim Rudi hier hinter. Und dabei spielt es eigentlich auch überhaupt gar keine Rolle, was da schlussendlich oben dran hängt. Ob jetzt Navi oder eine USB-Steckdose oder ein Handykabel, was auch immer.
So, in unserem konkreten Fall heißt es jetzt, ne, dieses Seitenteil muss also ab. Dazu, also Sitzbank runter, hier sind die Schrauben. Das habe ich in anderen Videos auch schon mal gezeigt, wie man das abbaut. Torx 25 braucht er dazu. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig aufregend, das werde ich einfach mal überspringen. Das ist dieser Stecker hier. Und der ist einfach schon da. Ich zeige dir nochmal von der Seite. So, das ist also der hier. Ja, dieser schwarze Stecker ist schon vorhanden. Der weiße ist das Gegenstück, was wir einbauen müssen. Aber den habt ihr hier. Und das können wir jetzt einfach mal trennen. So, hier sieht man nochmal den Stecker in seiner ganzen Pracht. Und natürlich ist ab Werk hier eine Abdeckung drauf, die jetzt natürlich bei mir fehlt, weil da ein Stecker drin war. Aber so werdet ihr das am Motorrad vorfinden. So, und das, was wir jetzt brauchen, oder der Thomas dann braucht, das ist einmal hier dieses Kabel, was entweder von der USB-Steckdose kommt. In meinem Fall geht es jetzt hier hoch zum Navi. Und halt den Gegenstecker für die BMW. So, den gibt es fix und fertig zu kaufen. Also fix und fertig heißt, der Stecker ist fix und fertig. Ich werde euch den unten verlinken, damit ihr da auch nicht den falschen besorgt. So, und das sieht dann so aus, dass am Ende dann zwei dünne Kabel rauskommen. Nämlich hier. Die seht ihr jetzt nicht, weil es bei mir natürlich verbunden ist. Wir haben hier die Leitung vom Stecker und hier den Verbraucher. Handy, Navi, was auch immer. So, die sind also auch beide gekennzeichnet. Ich nenne es jetzt mal jovial Plus und Minus. So, und dann geht es eigentlich nur darum, das Einzige, was ihr dann wirklich machen müsst, handwerklich, ist die Verbindung herzustellen. Bei mir ist es jetzt hier, ja, ist ja schon eine Zeit her, aber sieht so nach Japan-Stecker aus. Besser wäre natürlich noch, die ganze Geschichte zu löten. Vielleicht habt ihr irgendwo in eurem Kumpelkreis einen Bastler, der euch die beiden Drähte mal eben zusammenlötet, weil ihr könntet ja tatsächlich außerhalb machen. Ihr könnt ja quasi das Kabel mit dem Verbraucher durch die Gegend tragen und das natürlich auch. Und dann geht er irgendwo hin, lasst euch das zusammenlöten oder besorgt euch eben so zwei Japan-Klemmen und steckt das dann zusammen. Wichtiger bei der ganzen Sache sind vielleicht hier diese Schrumpfläuche, die ich drüber gemacht habe, ne, damit die ganze Geschichte auch ein bisschen vor der Witterung geschützt ist. Ne, also hier das Verbinden, so eine ordentliche Schrumpflauch-Armada drum. So, und das Verbinden ist dann auch kein Hexenwerk, wenn ihr euch den Stecker mal so anguckt und den Gegenstecker. Komm, Fokus hier. Dann ist hier oben so eine Nase dran. Hier ist so eine Führung. So, und dann steckt der da drin. Damit ist die elektrische Verbindung einfach hergestellt und fertig. So. Also ich habe jetzt hier wieder ein Kabelbinderchen drum gemacht, ne, damit der Stecker wenigstens in Position gehalten wird. Hier um das ganze Gerödel ein Kabelbinder drum. Dann stopfe ich das hier einfach wieder rein, da wo Platz ist. Ich muss ja gestehen, ich war einfach zu faul. Normalerweise könntet ihr das Kabel ja auch kürzen, ne, und ihr hättet dann die passende Länge. Aber so habt ihr zumindest die Möglichkeit, das nochmal zu verlegen, zu erweitern und woanders hinzulegen. So sieht es auch wieder halbwegs in Ordnung aus. Hier kommt dann gleich wieder der Schnorchel drüber. Und also die letzten zwei Jahre war es auch nicht anders. So, ihr Lieben. Also BMW mit seiner vermeintlich komplizierten CAN-Elektrotechnik, er bietet uns hier wirklich eine sau einfache Möglichkeit, ihn Strom an den Lenker zu bringen. Oder irgendwo anders hin. Und bevor jetzt wieder der elektrotechnische Shitstorm droht, mich aus der Garage zu wehen. Also ich rede ja von einem Verbraucher am Lenker, sprich Handy oder Navi. Die Leistung von diesem Stecker, die ist natürlich begrenzt. Also ihr solltet jetzt nicht mit dem Gedanken spielen, da so ein USB-Hub dran zu hauen und zum Beispiel so einen Reisekühlschrank anschließen zu wollen oder irgendwas. Aber das ist auch schon wieder, ich glaube, da habe ich schon wieder viel zu viel gesagt. Wenn ihr da ein Handy anschließen wollt, ein Navi, ne, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Ne. Also ich bin überzeugt davon, wenn ihr das so macht und einfach nur Strom an den Lenker bringen wollt, wenn ihr den richtigen Stecker habt, dann ist das an der BMW überhaupt gar kein Problem.
Bei älteren Motorrädern ist das eine andere Sache, aber das würde dieses Video hier sprengen. Aber ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Und so schwer war es nicht, denke ich. Und ich baue jetzt mal den Rudi mal wieder zusammen. Und wir sehen uns. Tschö.